Was ist das da? Das ist ein Schleim mit einem komischen Hasen drin. Was geht bei der Nurse? Die scheint sich gegen irgendwas zu verteidigen da hinten. Dachte ich. Scheinbar doch nicht. Hast du mir was Neues zu sagen vielleicht? Status? Okay. Corruption und so. Wissen wir ja. Was Neues zu verkaufen? Dryad Coverings. Oh, Vanity Eye. Das ist ja witzig. Verkaufen wir jetzt eine Rüstung. Wir müssen jetzt eigentlich, im Prinzip ist der Plan jetzt, wir müssen Demon-Altare zerstören, damit wir neue Materialien in der Welt kriegen. Also wir sind jetzt schon automatisch im Hard-Mode. Das ja. Wow, was ist denn da hinten los? Und warum? Das ist ja alles hier... What the hell? Die komplette Wüste ist hier corrupted. Ach du Schande, was ist denn... Ach du gute Güte. Ich habe Probleme. Alter! Hilfe! Das ist ja gefährlich, das ist ja gemeingefährlich. Dark Mami, ja, Glückwunsch. Boah, geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht hier. War ich vielleicht doch noch nicht so richtig bereit für den Hard Mode? Okay, wir werden es sehen. Das ist natürlich gerade Nacht, das heißt, es ist natürlich auch wieder erstmal etwas gefährlicher hier. Ich laufe mal ein bisschen weg. Erstens, weil dann meine NPCs vielleicht nicht sterben. Und zweitens muss ich ja sowieso, ich gehe mal nach links, um da Demon-Altare zu sehen. Warum ist die Wüste direkt neben mir erstmal hart corrupted worden? Das ist nicht schön. Jetzt ist meine komplette Siedlung liegt direkt neben der Corruption dadurch. Alter, ich habe kaum Leben, beziehungsweise die machen hart viel Schaden. Wow, krass. Jetzt weiß ich, warum ich ein bisschen Ausrüstung habe farmen müssen, sollen, dürfen. Für den harten Ort. Da ist schon wieder so ein Viech. Oh, was ist das denn da? Ein Nimbus-Rod. Summons a cloud to rain down on your foes. Das ist bestimmt wichtig und toll. Keine Ahnung. Gehe ich einfach mal von aus. Ein Eskimo-Zombie. Und normale Demon-Eyes. Ich bin, was ist das denn da? Ruthless was? Ruthless Amarok. Hilfe! Alter! Haut doch alle ab hier, was ist denn da los? Was ist das für ein Ding? Ein Eiselementar, okay, aber... Ah. Boah, die machen echt hart viel Schaden, die Gegner hier, ne? Krass. Krass, 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 okay. Boah! Was um alles in der Welt... Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich will nicht! Ich hätte noch nicht den Hardmode anmachen sollen, glaube ich. Vielleicht sollte ich auf der Seite nach einem Demon-Altar gucken. Auf der anderen Seite ist die, ist das Eis. Das Eis kann auch, glaube ich, zumindest nicht von den, von der Corruption irgendwie eingehüllt werden. Hier ist natürlich jetzt echt auch alles... Oh Gott, hier kommt erst noch der Dschungel. Wird gerade hier der Dschungel corrupted? Das wäre auch nicht schön, was passiert... Eine Giant Tortoise, aha. Wow. Eigentlich ist es gerade wurscht, auf welche Seite ich gehe. Überall... Um mich rum ist Aua. Was ist das da? Ein Arapaima oder sowas in der Art. Okay, ich muss auf jeden Fall, was ich machen muss, ist, ich muss zu einer Corruption kommen, um komische Altare kaputt zu machen. Denn sonst. Sonst kriege ich keine neuen Materialien. Und ich brauche, glaube ich, die neuen Materialien, damit ich mir sinnvolle Ausrüstung hier bauen kann. Sonst habe ich harte Probleme. Also erstmal der große Weg. Zur Corruption auf der rechten Seite erstmal, hoffentlich. Wenn ich denn da ankomme. Ich hoffe, ich komme da an.
Aber hier noch die Wüste ist zumindest nicht corrupt. Das sieht ganz gut aus. Eigentlich müsste ich versuchen, die Corruption neben meinem Dings wegzukriegen. Die Frage ist, wie soll ich das machen? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Also ob das überhaupt geht, die komplett auszulöschen quasi. Man kann natürlich in gewisser Weise die auslöschen. Die Frage ist, wie lange hält oder wie gut funktioniert das? So, ja. Wow, der ist aber groß. Sind die immer so groß? Was ist das da? Ein Wraith. Na, herzlichen Glückwunsch. Das war gerade ein Mini-Eater auf Worlds, ne? Das ist ein Corruptor. Die sind auch nicht schön. Die schießen vor allem auch. Wow, Schaden, überall so viel Schaden, Hilfe. Wenigstens, da. Und hier ist nicht mal irgendwas Sinnvolles drin. Toll. Was ist das da? Was ist das da rechts? Eine Cursed Flame. Ich weiß nicht, was eine Cursed Flame ist, aber ich will es haben. Lass mich zu der Cursed Flame. So. Ah. Was sind das für Töne? Ich habe Angst. Ich mag nicht mehr. Ich will wieder aus dem Hard Mode raus. Da oben kommt eine Mumie. Jemand, das macht gerade die Töne. Das geht ja noch. Was ist das denn? Ach, das ist Sand. Na prima, wie soll ich denn jetzt da hinkommen? Hier zu dem Zeug. Ich kann nicht den ganzen Sand da abbauen. Ja, muss ich wohl, wenn ich das haben will. Aber die Dark Flame will ich haben. Oder wie hieß das? Cursed Flame. Will ich natürlich trotzdem haben. Okay, hat schon gereicht. Perfekt. Ja. Ah. Hier müsste doch... Da ist mehr Corruption. Jetzt hier... Hier geht's aber tief rein. Oh, aber hier unten war ich. Perfekt. So, da vorne ist zum Beispiel ein Demon-Altar. Da sind sogar ein Haufen Demon-Altare. Das ist perfekt. So, jetzt muss ich ein kleines bisschen aufpassen. Ich glaube nämlich, wenn ich die kaputt haue, dann kommen da noch irgendwelche Gegner raus. So, erstmal haben wir jetzt Kobalt hier irgendwo in der Welt. Also in unserer Welt gibt es jetzt Kobalt, sagen wir mal so. Zumindest ein paar Vorkommen. Ein Lucky Blindfold. Okay, ich habe ein Lucky Blindfold gefunden. Bin noch nicht ganz sicher, was ich damit tun kann, aber ich habe ihn. Und da hinten ist ein Race. Wow, ich will nicht leben. Das ist alles dunkel. Stirb! Er zittere vor meinem Laserblaster. Wird er nicht. Und gleich habe ich keinen Mana mehr. Schlecht. Ganz, ganz schlecht. Okay, es hat trotzdem noch irgendwie funktioniert. Da ist zum Beispiel, das sieht doch nach Kobalt aus. Und da hinten ist auch noch irgendwas, von dem ich leider nicht ganz, gar nicht ganz sicher bin, was es ist. Aber es existiert irgendwie. Die hinterlassen auch kein Leben hier, ne? Die Schweine. Was ist das hier? Ach, das ist Demon Knight. Na gut, das ist gerade nicht ganz so wichtig. Aber das hier will ich gerade haben, weil... Tada! Die muss man sonst nämlich erstmal finden. Das ist gar nicht so einfach, das Zeug zu finden. Im Moment habe ich keinen Platz mehr. Ich habe keinen Platz mehr. Packen wir das weg. Wer will das schon haben? Das Kobalt ist gerade wichtiger. Das ist gerade sehr, sehr wichtig. Was war das da hinten links? Das ist auch Demon Knight, ne? Das brauche ich eigentlich streng genommen nicht so richtig, aber ist ja egal. Mist, da hinten kommt schon wieder ein komisches Gegnerviech. Das ist schlecht. Es ist weg. Nee, es ist noch da. Machen wir das noch mit. Wir haben Orchicalcum gefunden. Oder es gibt jetzt Orchicalcum. Und irgendwo müsste theoretisch wieder ein Wraith gespawnt sein. Nicht allzu großer Entfernung, dachte ich wenigstens. Scheint aber nicht der Fall. Da hinten ist er. So hatte ich das irgendwie gelesen, dass da irgendwelche komischen Geister kommen. Und ich nehme an, die Geister sind die Wraith. Oh. Ein was? Ein World Feeder? Dir bitte so, dass ich genau deinen Loot kriege. Denn die Cursed Flames sind, glaube ich, relativ cooler und wichtiger Loot. Das ist auch noch kaputt. Adamantit gibt es jetzt. Guck mal. Nehme ich natürlich auch ganz gerne. Wenn ich es denn finde. Uah.
Leben und so. Da liegt noch eine Goodiebag rum. Ich muss irgendwie mal komischen Quark loswerden. Liegt hier noch mehr. Das Rotten Meat will ich eigentlich auch nicht haben. Komm, Demonite Brick braucht auch kein Mensch. Ich glaube, die Wraith machen hart auch viel Schaden, wenn sie mich denn treffen. Die müssen mich natürlich auch erstmal treffen dafür, aber ich glaube, wenn, dann nicht schön. Matsch. So. Ich glaube, mindestens 3 muss ich kaputt machen, damit ich, es ist schon wieder Kobalt geworden. Warte mal, ich mache noch mehr kaputt. Und ich verzichte jetzt drauf, auf den Wraith zu warten. Mehr Orchikalkum. Also, das geht ja, wenn ich erstmal so läuft. Also es ist dann glaube ich auch mehr quasi immer davon da, wenn ich jetzt quasi mehr von den Dingern kaputt haue. Wenn ich das jetzt zum Beispiel noch kaputt mache, gibt es noch Adamantit und ich nehme an, es sind jetzt mehr Adamantit-Quellen als vorher. Das heißt, ich mache jetzt einfach noch ein paar davon kaputt und fertig. Pong, Pong und noch einen, komm. Jetzt kommen wahrscheinlich 20 Wraith und ich sterbe hier. Dachte ich, geht. Machen irgendwie. Die sind zu langsam, das ist gut. Ich weiß gar nicht, ob ich an den Dingern hier eigentlich nicht irgendwas Interessantes bauen konnte noch, aber ich glaube nicht. Ich möchte jetzt gleich gerne wieder schnell nach Hause. Eigentlich. Da hinten kommt schon wieder ein Corruptor an. So, jetzt müssen wir natürlich. Es ist schlecht hier irgendwie gerade das direkt rechts von unserer Basis. Moment, Kobalt. Dass direkt rechts von unserer Basis die Corruption anfängt. Da kommen nämlich auch immer fliegende Gegner hier hin. Und das will ich eigentlich nicht. Das ist sehr, sehr ungünstig. So, Kobaltohr. Yay, 4 Kobalt. Brauchen wir natürlich mehr von. Müssen wir wieder in den Untergrund gehen und was farmen. Die Sache ist, ich muss das auch erstmal wieder ganz viel komischen Quark loswerden, den ich irgendwie gefunden habe. Kann ich den Evans Sand hier in das komische Gerät reinpacken? Nein, dann weg damit. Die Goodie Bag. Ein Jacking Skeleton? Das ist ein Bild. Okay. Passt das hier irgendwo hin? Ah. Passt da hin. Bauen wir da jetzt ein Bild hin. Ich weiß nicht genau warum, aber wir tun es. So, was ist das? Das ist Ebonstone. Den brauchen wir auch nicht. Ja, mal zack. Und dann können wir da noch wieder komische Voodoo Dolls reinpacken. Den Weißzorn brauche ich auch nicht mehr. Nee, Moment, das will ich behalten. ein Nimbusrott. Ist ja witzig. So, Lucky Blindfold. Crit-Chance erhöhen und Immunity to Darkness. Ist das ein... Hier so ein Ding? Jo, ist ein komisches Vanity-Item. Jo, Problem ist, ich habe einen komischen Helm auf. Deswegen sieht man das nicht. Schade eigentlich. Und man kann das nicht stattdessen nehmen. Das ist ja blöd eigentlich. Aber wenn ich das da drin habe, dann nimmt das erstmal keinen Platz weg. Und ich habe es trotzdem dabei. Ich glaube, so mache ich das jetzt erstmal. Hört die Dings gar nicht mehr auf? Weil gerade tut sie es nicht. Dum, 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 dum. Erstmal alles wegpacken. Was wir nicht brauchen. So, so. Und ich nehme an, ich habe noch einen Haufen komische Blümchen, die ich hier mit reinpacken kann. Was, ein Dark Shard? Was ist denn ein Dark Shard? Ach, das Ding habe ich auch noch. Damage, weniger Knockback. Das ist ein Jojo, ne? Ist das sogar... Ich glaube, das... Alter, das ist, glaube ich, noch heftiger als das Ding, was ich schon habe. Plus 19 Schaden und Knockback. Very weak Knockback. Bauen wir erstmal das dahin und dann gucken wir mal. Was da tatsächlich besser ist. So, wir haben noch Kobalt. Was ist das hier? Ach, das war der Dark Shard. Sometimes carried by creatures in corrupt deserts. Material. Na denn. Müssten wir uns eigentlich auf die Suche machen nach mehr Kobalt, ne? Das ist nicht gut. Unsere Hütten werden hier unter Umständen, das ist ganz, ganz ungünstig. Ich könnte die irgendwie halt end-corrupten mit zum Beispiel dem Zeug von der Dryade. Das Problem ist, das wird dann einfach neu corrupted, nehme ich an. Und das ist dann ja auch nicht so schön. Also es hilft ja dann auch nicht. Wir gehen jetzt erstmal in den Untergrund und holen uns Kobalt. So, Plan. Ach du Schande.
Oh nein! Gott damn it! Hier ist. Ich habe keine Fackeln mehr. Wo sind meine Fackeln? Ich brauche neue Fackeln. Ich weiß nicht, was das da gerade für ein Ton war. Er gefiel mir nicht. Ja, damn it. Unter unserer Basis ist alles corrupted. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh nein. Ich glaube, wir müssen irgendwann umziehen. Weil die Corruption kriegen wir ja auch nicht wieder. Ich glaube, das geht nicht wieder weg. Das kriegen wir nicht wieder weg. Das ist zu viel. Ach du Schande. Der hält aber eine Menge aus. Da ist ein Geist. Hilfe. Was ist das für ein Ding? Ich weiß nicht, was das alles... Wer ist das denn? Ich habe einen Bound Wizard gefunden. Hallo? Okay. Okay. Ein Wizard. Na, ein Ice Rod. Oha. Crystal Ball. Ist ja interessant. Eine Soul of the Night. Ja, ne? Wir haben zumindest einen Haufen Kram gefunden. Und einen neuen NPC. Der passt ja überhaupt in unsere Dings noch rein. Und das kriegen wir nicht kaputt. Das ist schlecht. Also wir gehen erstmal weiter nach unten. Gucken, ob wir mehr Kobalt finden. Das da, ist das Kobalt? Das könnte Kobalt sein. Nee, es ist Lead. Das bringt mir natürlich gar nichts. Aber darunter ist noch irgendwas, was Kobalt sein könnte. Nee, es sind Emeralds. Was ist das da? Was ist da gerade auf mich draufgefallen? Ein Skeleton-Archer. Schön. Ein Klinger. Ach du Schande, Hilfe! Ein Fungofisch. Oh, 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 oh. Wo bist du denn da reingeraten? Okay, also ja, in den Hard Mode. Das ist mir schon klar, aber... Was um alles in der Welt? Was ist denn das da? Abgesehen von ziemlich große... Viecher, warte mal, ich habe da gerade... Aha, cool, Weihers. Die nehme ich natürlich mal mit. Können wir immer mal gebrauchen. Flup. Hi. Stirb. Hässliche Giant Bat. Ah. Au. Boah, die macht aber auch ganz schön viel Schaden. So. Das ist alles irgendwie mir nicht allzu gefällig hier. Das ist auch wieder nur Lead. Das ist irgendwie blöd. Damit komme ich natürlich nicht allzu weit. Ich brauche Kobalt. Ich weiß leider nicht ganz genau, wie Kobalt aussieht. Ist es hier irgendwie dunkler geworden als vorher? Weil es ist auf jeden Fall sehr dunkel. Ich weiß nicht, ob es dunkler ist als vorher, aber es sieht irgendwie aus, als wäre es dunkler als vorher. Und ich brauche wieder überall nämlich Licht. Hatte ich das Gefühl, war vorher nicht unbedingt der Fall. Pong, 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 pong. So. Da unten, das ist leider kein Kobalt und ich glaube, es ist nämlich Zeug, das ich... Nee, ich kann es nicht abbauen. Es könnte Adamantit sein oder so, aber keine Ahnung, was genau es ist. Na, wo will er denn hin? Bleib stehen und lass dich töten. Da unten ist schon wieder solches Zeug, was ich nicht abbauen kann. Ah, Mist. Kobalt, 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 Kobalt brauchen wir. Gehen wir mal auf diese Ebene hier und gucken, was hier so abgeht. Oh, hier ist Lava. Die Ebene ist das. Aber das da sieht nach Kobalt aus. Das ist schön, das will ich haben. Machen wir mal da was hin. Kann ich mich hier so reingraben. Jo, das ist sogar eine ganze Menge Kobalt. Das ist gut, das ist sehr gut. Ah, ich komme da nicht dran. So, und das auch. Jetzt können wir uns hier reinstellen. Über mir ist noch, ich glaube, es ist wieder Lead. Brauche ich natürlich nicht. Vielleicht hätte ich noch ein paar mehr, die mit Altare kaputt machen. Altare, glaube ich. Kaputt machen sollen, dann wären mehr von den Vorkommen da. Wer ist er denn?
Er hat einen Anzug an. Tötet ihn. Und ein Geist. Er hat keinen Anzug an. Ich will ehrlich gesagt gerade nicht unbedingt weiter nach unten. Die sehen alle irgendwie seltsam aus, die Skelette jetzt. Und wo bin ich jetzt? Warum ist das so ein komisches... The Soul of the Night. Warum hat das hier so einen seltsamen Hintergrund? Ist das wieder, weil... Ja, da ist wieder ganz viel Corrupted, deshalb. Warum ist hier überall Corruption? Ich mag das nicht. Meine ganze Welt ist hier irgendwie kaputt gegangen und Corrupted worden. Arg. Was ist das denn? Achso, da oben ist ein Haus und das steht auf sehr, sehr hohen Stelzen. Das erklärt einiges. Hm. Ja. Ist irgendwie schlecht, wenn man nichts sieht. Oh. Da ist irgendwo eine Falle. Ja, ein Geist. So. Und so. Und den auch. Den da machen wir mal. Da komme ich mal für runter. Eine Soul of the Night. Die will ich haben. Das ist schlecht. Das Ding sieht man nämlich nicht. Das andere hat man gesehen. Das hat ein bisschen Licht gemacht. Oh, eine goldene Truhe. Husch, 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 husch. Ich nehme an, hier ist nicht irgendwie was Neues, Interessantes drin oder so. Gibt es irgendeine Lichtpotion oder so? Nein, eine Hunter-Potion gibt es. Das zumindest, aber die bringt mir gerade nicht so richtig viel. Hallo. Soul of the Night. Nehmen wir an, damit kann ich relativ coolen Kram irgendwie bauen, wenn ich da genug von habe. Wow. Wow, 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 wow. Passt das? Reicht das? Nee, es reicht nicht. Schade. Ich würde das eigentlich schon ganz gerne machen da unten. Die Viecher können coolen Kram droppen, habe ich das Gefühl. Moment, wo haben wir denn... habe ich doch. Ich wollte gerade sagen, habe ich keine mehr. So, dass ich da unten ein bisschen was sehe. So. Und dann... Attagebärt. Mit dem Jojo. Shit. Wenn ich das hinkriegen würde, tue ich aber gerade nicht. Also jetzt ja, aber... Wow. Schaden. So viel Schaden, Alter. Krass. Krass, 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 krass. Krass, 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 krass. Ich glaube... Was ist das hier? Oh. Da geht's ins Eis und es sieht so ein bisschen sogar nach Corrupted Eis aus. Ich bin mal gerade wieder weg. So, eine Goodie Bag. Was? Eine Reaper Hood? Bam. Und ein Reaper Robe. Ja, ich bin der Reaper, ne? Nee, nee. Das sieht komisch aus. Das wollen wir gerade nicht. Lustig ist es trotzdem. So, Kobalt. Ich habe mehr Kobalt. Ich muss zusehen, dass ich möglichst flott... auch Adamantit oder Orchikalkum oder was das andere genau war, abbauen kann. Was können wir da? Eine Kobalt-Naginata. Okay, ein Kobalt-Sword. Kobalt-Repeater, Chainsaw, Pickaxe, ein Kobalt-Drill. Kann Mithril und Orchikalkum? Das ist die Frage. Eigentlich ist ein Drill cooler, ne? Was ist an dem... Huch. Habe ich jetzt... Oh, ich habe schon einen gebaut. Ja, okay. Dann habe ich jetzt wohl einen Drill. Flöp. Das wollte ich eigentlich gar nicht. So, genau. Damit können wir jetzt wieder mehr abbauen. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Und ich glaube, das geht relativ schnell mit dem Gerät, nämlich. Es hat nicht so viel Reichweite und macht halt keinen Schaden. Ich glaube, das ist der Unterschied zur Pickaxe. Also, Unterschied natürlich noch mehr, aber... Das ist der interessante Unterschied zur Pickaxe. So, ich muss mal kurz gucken, oder ich möchte mal kurz gucken, was ich denn überhaupt mit dem ganzen Kram hier anfangen kann. Ich meine, das war für allen möglichen ziemlich coolen Ausrüstungskram da. Key of the Night. Okay. Magical Harp. Demon Wings. Das klingt gut. Ich möchte Demon Wings haben. Brauche ich Federn und ganz viel Kram für. Okay. Mechanical Worm. Summons Destroyer. Mechanical Skull. Summons Skeleton Prime. Okay, was mache ich mit Cursed Flames? Cursed Torches, Living Cursed Fire Blocks, Flask of Cursed Flames. Okay,
Also im Prinzip so Standardkram, ja. Okay, das ist mehr oder weniger gar nicht so interessantes Zeug für mich, scheinbar. Suspicious Looking Eye. Oh. Was kann ich denn mit Kobalt noch so alles bauen? Ach so, vor allem Rüstung und so. Increased Movement Speed, das ist gar nicht schlecht. Und das hat 8 und das hat 9, also die ist sogar gar nicht so gut. Das ist natürlich blöd jetzt. Und Helme kann man dann verschiedene bauen. Interessant. Der Helm gibt ganz schön viel Verteidigung, fällt mir gerade so auf. Na gut. Der Rest halt dann nicht ganz so viel. Wahrscheinlich macht der Setbonus das dann auch noch wieder weg. Na gut. Ja, wir sollten wahrscheinlich dann auch noch irgendwie bei Zeiten versuchen, da Waffen rauszubauen. Ich fürchte, das sollte es jetzt trotzdem erstmal für diese Session gewesen sein. Ich wollte durchaus in den Hard Mode kommen. Ob das eine gute Idee war, sei mal so dahingestellt. Ich hoffe trotzdem, wie immer, dass es euch gefallen hat und würde einfach mal sagen, beim nächsten Mal beschäftigen wir uns ein bisschen genauer noch mit dem Hard Mode und sehen zu, dass wir die Ausrüstung zusammenbekommen, um da ein bisschen besser noch zu überleben. Also, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!